Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute ein etwas kürzeres Video und man könnte fast sagen ein News-Video, die ich in letzter Zeit ja nicht mehr gemacht habe. Aber ich möchte unbedingt über eine aktuelle Entwicklung reden, die Bitcoin Cash betrifft, und das ist ein sich abzeichnender Bitcoin Cash Hardfork. Ob es wirklich dazu kommt, steht noch nicht zu 100% fest. Aber was wir im Moment wissen ist und was relativ offensichtlich ist, da sich diese Personen auch auf Twitter und Ähnlichem angehen, ist, dass es ja einen Ausfall zwischen Craig S. Wright, derjenige, der behauptete, Satoshi zu sein, schon mehrfach, was er definitiv nicht ist, und eben Roger Ver und Jian Wu auf der anderen Seite. Jian Wu ist der Gründer von Bitmain und Roger Ver, ja, schillernde Persönlichkeit der Kryptoszene. Diese sind sich nun nicht mehr einig, nachdem sie den Bitcoin Cash Hardfork durchgeführt haben, was Satoshis originale Vision war. Darum ging es ja bei dem Hardfork. Man war mit Segwit bei Bitcoin sehr unzufrieden, mit dem ja nicht erfolgten Blockgrößen-Update sehr, sehr unzufrieden. So kam es zum Bitcoin Cash Hardfork damals. Das war vor ziemlich genau einem Jahr, etwas länger ist es mittlerweile her. Und jetzt ist man sich also unter diesen Leuten nicht mehr einig. Craig S. Wright möchte einen neuen Bitcoin-Fork machen, der Bitcoin SV heißen soll, Bitcoin Satoshis Vision. Zumindest ist das der Arbeitsname, sagen wir mal. Dieser Streit hat sich am letzten Update von Bitcoin ABC entzündet. Bitcoin ABC ist die Bitcoin-Implementation, die Software, die auf dem Großteil der Bitcoin Cash Nodes läuft. Und Craig S. Wright ist nun der Meinung, dass ja Änderungen, Updates, die dort durchgeführt wurden, ich will da nicht in technische Details gehen, eigentlich sind sie auch nicht so riesengroß, jetzt eben ja Satoshis originalem Plan widersprechen. Er möchte quasi bei diesem Fork einfach sozusagen wieder auf einen älteren Entwicklungsschritt von Bitcoin Cash setzen. Dadurch wäre man natürlich inkompatibel mit dem geupdateten Client und hätte somit seinen Hardfork. Interessant dabei ist, dass es auch weitere Reaktionen dazu gab in der Krypto-Szene, zum Beispiel von Vitalik Buterin, der sich klar gegen den Hardfork von Craig S. Wright ausgesprochen hat. Dass Vitalik Craig S. Wright nicht leiden kann, ist seit der Deconomy sicher hinreichend bekannt. Dort hat er ihn ja vor Publikum, als er auf der Bühne war, einen Lügner genannt. Damals saßen Jian Wu und Roger Ver noch mit ihm auf der Bühne. Das hat sich jetzt sicher auch geändert. Und ich verstehe nicht, muss ich auch sagen, warum Jian und Roger überhaupt am Anfang mit Craig zusammengearbeitet haben. Klar, er ist auch relativ bekannt, aber das sind die beiden auch. Die haben auch Reichweite und er hat doch ein sehr dubioses Image, will ich mal sagen. Und er zeigt das jetzt eben wieder, dass er nicht unbedingt jemand ist, mit dem man zusammenarbeiten will, da er den, sagen wir mal, Erfolg, den Bitcoin Cash bisher hatte, nun wirklich zu torpedieren droht. Bei Bitcoin Cash ist jetzt die Bitcoin ABC-Implementation nicht so dominant, wie es zum Beispiel Bitcoin Core beim normalen Bitcoin ist. Wir haben dort nämlich auch Bitcoin Unlimited. Die sprechen sich aber wohl auch gegen den Hardfork aus. Das heißt, wir haben hier die Konstellation, dass es eben Craig S. Wright mit einer Handvoll Mining Pools ist auf der einen Seite, die eben diesen Fork durchdrücken wollen, während auf der anderen Seite ja Bitmain und mit Bitcoin ABC und Unlimited die Entwicklerteams eben wohl so weitermachen wollen mit Bitcoin Cash. Und das ist jetzt eine unerwartete Wendung für viele gewesen. Cobra Bitcoin, der Besitzer der Bitcoin.org Webseite. Ich hatte darüber mal geredet, früher ein großer Feind von Bitcoin Cash, mittlerweile Bitcoin und Bitcoin Cash gegenüber offen. Vermutlich, weil er einfach auch in beiden relativ große Werte jetzt eben hat, bringt nun eine eigene Implementation von Bitcoin Cash. Es gibt nun also eigene Software von Cobra Bitcoin, eine Kompromiss-Software, die Miner, die Full-Node-Betreiber nutzen können, wenn sie Bitcoin Cash-Nodes betreiben. Die Natur der Kompromisslösung ist sozusagen, dass einige Änderungen zurückgenommen werden. Da geht es vor allen Dingen um bestimmte Befehle, die neu eingeführt wurden und eben wie Transaktionen geordnet werden. Dafür soll eine gute Replay Protection hinzugefügt werden bei Cobras Software-Variante, um eben ja, Probleme bei zukünftigen Hardforks oder auch bei kommenden, falls
Craig S. Wright wirklich damit ja voranschreitet und den Hard Fork durchführt, dass da eben eine Replay Protection existiert, dass es eben zu keinem Problem kommt. Und er sagt, sein Anliegen ist einfach, wenn es zu einer Downtime im Netzwerk kommen würde, wenn das Netzwerk auch nur für einen Moment nicht funktionieren würde, bei diesen ganzen ja, Vorgängen, bei diesem Hardfork, dann würde Bitcoin Cash eben ja, Schaden erleiden, der nicht mehr zu reparieren ist, und das möchte er vermeiden. Mein persönlicher Senf dazu wäre, dass ein Hardfork bei Bitcoin Cash meiner Meinung nach absolut nicht zu empfehlen ist. Bitcoin Cash ist nicht so einer super starken Position, wie Bitcoin es war, dass es quasi einen ernsthaften Hardfork überleben kann. Diese Bitcoin, Gold und sonstigen Hardforks, das war ja nicht ernst zu nehmen. Erstens kannte die Leute niemand, zweitens war es relativ offensichtlich, dass man da nur mit einem Hardfork Geld verdienen wollte. Das ist zumindest meine Meinung. Während wir jetzt sozusagen eine prominente Persönlichkeit und eine Gemeiner wieder haben, also eine sehr ähnliche Konstellation, wie eben der Bitcoin Cash Hardfork an sich war. Deswegen ist es durchaus möglich, dass so ein Hardfork sozusagen wieder lebensfähig ist, also dieses Bitcoin SV, aber natürlich Bitcoin Cash weiter schwächen würde. Das Problem ist auch, wenn es, ich sag mal, eine valide dritte Bitcoin-Option gibt, die auch dieses Bitcoin einen Namen trägt, dann auch noch dieses Mal mit Satoshi als Name verknüpft ist, dass es auch für Einsteiger und so weiter immer unübersichtlicher wird, welcher Bitcoin ist denn der richtige Bitcoin. Es gibt jetzt auch irgendwie Gerüchte, Diskussionen, wie auch immer man es nennen will, Verschwörungstheorien, dass ja der Herr Armstrong von Coinbase jetzt auch irgendwie in diesem Bitcoin-Cash-Hardfork-Ding mitmischt, damit in den Pott rumrührt. Das wäre natürlich auch noch etwas, das dem Ganzen Brisanz geben würde. Da möchte ich aber nicht näher drauf eingehen. Einfach mal googeln, da findet ihr da sicher was dazu. Ich möchte es einfach nur bei dem Hinweis belassen, bei Bitcoin Cash könnte uns jetzt eben ja im Oktober Ärger ins Haus stehen sozusagen. Deswegen Augen offen halten für jeden, der Bitcoin Cash macht. Was die beste Strategie ist, ist da mal wieder wirklich schwer zu sagen. Bitcoin Cash halten auf einem Wallet, nicht Exchange, ganz klar. Wird man Coins dieses Hardforks Bitcoin SV erhalten, wenn es dazu kommt? Die Frage, die sich jeder stellen muss, wenn der Hardfork kommt, ist es so, wie Cobra zum Beispiel prognostiziert, dass Bitcoin Cash eben Schaden nehmen würde, der nicht mehr zu reparieren ist, und sitze ich dann mit zwei wertlosen Coins da, wäre also besser beraten gewesen, ja, meine Bitcoin Cash, als sie noch einen Wert hatten, zu verkaufen. Ihr seht, so ein Hardfork macht vor allen Dingen eins, er erhöht die Unsicherheit massiv. Das ist nie was Gutes, wenn es um Geld geht, denn auch wenn wir in Kryptowährungen investieren, wollen wir natürlich die maximale Sicherheit, die es in diesem Bereich gibt, sage ich einmal, haben, auch wenn es ein Hochrisikoinvestment ist. Und da sieht Bitcoin Cash jetzt gerade meiner Meinung nach einfach nicht gut aus. Das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Falls es dir gefallen hat, wie immer, like das Video, abonniere den Channel, falls du noch nicht getan hast, und teile ihn mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.